Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier in einer ganz privaten, nächtlichen Fahrt mit Ballerina und Hi, mein Name ist Marv, Richtung Proberaum mit einem kleinen Lecky-Essi hier, weil die Ballerina ein bisschen Hunger hat. Wir gucken mal, was haben wir denn da? Lecker, volle Munna hier, nach dem Rezept von der Oma. Von der Renate. Von der Renate, die Granate. Komm, probier mal, ob das lecker ist hier. Wie sagst du deine Mutter Granate? Ja, sie, ja. Okay. Beim Sex auch oft. Boah, ja. Meine Mutter kann richtig gut küssen auch. Kann die? Oh, wow, ja. Fast gut. Ich habe bei der gelernt. Probier mal. Das ist richtig gut, glaube ich. Von der Renate. Der gute Weiß. Warte, kann, dann kann sie. Kann was, ne? Kann was. Die nach vorne, der Scheiß. Voll geil. So, jetzt machen wir den lecker kleinen Rotrieb hier, du. Lecker Mettwurst noch in den Mund und dann geht er los, sag mal. Ich habe mir auch was zu essen mitgenommen. Ich habe so ein Bierchen bei, ne? Ist nie Verkehr. Boah, ich sehe kriminell aus in dem. Trink mal kurz Bier. Trink mal kurz Bier. Ach ja, ja, wir wollen ja noch zur Tankstelle und da hinten ist die Bavaria, richtig? Wieso? Mein Bart wirkt sehr krass in der Kamera. Ich rasiere mich einfach nicht mehr. Reicht. Ich rasiere mich auch nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Ja, aber der steht da aber auch. Ja. Ein bisschen. Vor allem hier oben ist Ja, da oben ist super, ja, finde ich auch. Hier unten, aber ne, da unten rasierst du glaube ich auch, ne? Ein bisschen, ein bisschen. So damit das ein bisschen Form hat. Ja. Aber oben sieht richtig gut aus, finde ich. Ja, das ist so verführerisch. Ja, da lasse ich einfach wachsen. Ja. Also da ist jetzt wirklich ohne, dass ich da. Nee, da würde ich aber auch nichts dran machen. Das ist so sehr natürlich. Ja, aber das wächst dann aber auch besser nach, ne? Wenn ja. Das ist halt sowieso. Einige Mädels, die malen sich ja irgendwie einen Schönheitsfleck auf oder so Quatsch. Ne? Ich meine, brauchst du nicht. Bei dir wächst der Bart einfach so. Ja. Das ist sehr, sehr, sehr nice. Ja. Essen. Boah, ein Kastrop. Mit Wurst oder ohne? Mit Wurst. Mit Wurst. Ja, sicher. So. Schön. Hams. Lecker essen. Mm. Tankstelle. Vom Bier her. Da qualmt war wie Sau, die Kacke, ne? Die Hams. Ja. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bavaria-Tankstelle in den Reckwinkel. Was nehmen wir schon? Da könnte ich mich auch gar nicht entscheiden. Was nimmt sie denn? Oh, die Wahl fällt auf Kronbacher Radler alkoholfrei. Pass mal auf. Ist das echt Radler alkoholfrei? Warum nimmst du nicht einfach direkt Fanta? Ich habe mit Tabak nikotinfrei. Hallo. Ahoi. Raus. Wenn er wüsste, dass er jetzt auf einem millionenschweren YouTube-Channel zu sehen ist. Jetzt nicht mehr. Aber man hat ihn kurz gesehen. Was wär's? Ja. 16:10. Bitte? Was ist denn das? PewDiePie. Falls er was sagt. PewDiePie? Das ist mehr unbekannt eigentlich. Für sexdate24.com. Und jetzt wird richtig, richtig gerödelt. Labend. Und alle so, hey. Ja, Tutorial how to live ist halt, also wie man Sachen macht. Jetzt nächste machen wir Ficken und Kacken. Das wird noch richtig krass, das Video. Schönen Abend noch. Kann ich da denn rauchen? Oh, ja. Eine richtige Kippe irgendwo? Nee, ich rauch doch gar nicht. Schade. Willst du anfangen, oder? Danke, nein. Schade. Mein Gott. Hör mal, Achim. Da ja, ist der Raucherei, das bekommt den nicht, ja? Ach, Mann, du. Sei dir Mäuschen, du. Das sind Bullen. Oh nein, echt? Ja. Ich hab Schiss vor Bullen. Ich finde die auch nicht so geil. Meine Mutter wurde damals verhaftet, weil sie mich vergewaltigt hat. Mit Wurst oder ohne? Mit. Ja, sie ja. Wie schmeckt denn Radler ohne Alkohol überhaupt? Schmeckt das? Ist das Fanta? Oder ja, die ist Fanta. Fanta, ne? Aber es gibt einem das Gefühl von einer Bierflasche. Ja, ja, das ist schon befriedigend dann, ne? Auf der Party hocken lieber eine Pulle, die wie Bier aussieht. Das ist doch richtig scheiße, glaube ich. Boah, ey, ich krieg den Biergeruch nie wieder aus der Karre, Alter. Alter. Verdammt. Das war richtig kacke. Das war kacke. Tut mir voll leid. Ich glaube, war ich überhaupt schuld? Ich habe das dahingestellt. Fuck. Das war richtig scheiße. Was jetzt? Keine Ahnung. Aber weißt du, was der Gute ist? Mhm. Der Wagen hat bis eben immer nach Schimmel gestunken. Ja, weil ich da Milch hingekippt habe. Also nach so Milchschimmel. Na gut, ich habe nichts gerochen. Ja, wegen diesen ganzen Bäumen hier. Meinst du, warum da mehrere hängen? Ja, gut. Ja, dann ist das super, dann ist jetzt wenigstens schön. Jetzt riecht's nach Bier und wenn die Bullen nicht anhalten, jetzt wird es lustig. Haben sie getrunken? Nein, nein, nein. Verhalten,